Also ich denke, aufs nächste Corporate Learning Camp sollte man auf jeden Fall kommen, weil hier die aktuellsten Themen besprochen werden. Alles rund ums Learning, Corporate Learning wird hier angesprochen. Hier kann man in Austausch treten, hier kann man mit aus unterschiedlichsten Bereichen mit Leuten in Austausch treten und wirklich mal so auf Augenhöhe über Themen reden, auch mal hinterfragen und auch mal trendskritisch hinterfragen. Finde ich total spannend, finde ich total toll. Bei mir ist es so, es ist wie immer auf jedem Barcamp, es ist Hochdruckbetankung, es sind viel zu viele Sessions, wo man dann sagt, wo gehe ich denn jetzt hin, weil die sich alle so spannend anhören vom Titel und es sind super nette Menschen, es ist richtig toll hier alles. Man muss das selber erleben, um darüber auch schwärmen zu können, so wie ich das so ein bisschen tue, und ich finde generell, man sollte alle Methoden mal ausprobieren, und hier ist für mich das Hauptargument, immer wieder hinzugehen, der Austausch auf Augenhöhe. So viele Leute auf einmal mit dem gleichen Wissen und Erfahrung treffe ich sonst nirgends. Zu dem Thema Barcamp kann man gar nicht so viel erzählen, sondern da muss man einfach mal hingehen und es selber erleben. Also ich glaube, so ein Gefühl oder so eine Erfahrung durch Erzählen weiterzutragen, ist ein bisschen schwierig. Das muss jeder mal selber machen. Es gibt eigentlich kein Format, was so einen ehrlichen Austausch hat, wo es eben nicht um irgendwelche Produkte geht, sondern wirklich auf fachlicher Ebene, und das finde ich immer wieder faszinierend. Die Sessions, die heute wieder sich angedeutet haben in der Themenvorstellung, waren der Hammer. Also auch viele Themen, wo ich gedacht habe, okay, noch nie was davon gehört, bin ich ja echt mal gespannt drauf. Insofern würde ich sagen, die Lernkurve vor allen Dingen geht steil nach oben, und von den Teilnehmermengen müssen wir mal gucken, ob wir noch mehr aushalten können. Wird eng langsam. Es wird immer größer, das ist mein erster Eindruck. Ja. Aber mir gefällt nach wie vor dieses Barcamp-Format und auch die Leute, die sich hier treffen, und die geballte Kompetenz hier in den Räumen ist immer zu spüren. Das ist wahnsinnig kurzweilig, der erste Tag ist schon vorbei, und das ist immer ein gutes Zeichen. Also ich bin überwältigt. Ich kenne bisher nur Konferenzen, in denen alle so tun, als wenn sie unglaublich viel wissen. Hier ist ein absolut offener, hierarchiefreier und sehr wertschätzender Austausch. Ich habe so viel gelernt, dass ich mich frage, womit ich eigentlich anfangen soll. Ich bin total begeistert und sehr, sehr inspiriert. So viel Input und so viele interessante Sessions, man kann sich kaum entscheiden, wo man hingehen will. Du kriegst hier Informationen, wie du sie sonst nicht kriegst. Also du fühlst dich wirklich am Puls dessen, was das Corporate Learning insgesamt bewegt. Also es ist mal wieder eine super Veranstaltung, wie die ganzen Jahre davor auch. Wir können uns toll austauschen, wir haben laute Experten da und jeder kann was dazu beitragen, trägt was dazu bei, und man nimmt auch ganz viel mit. Also ich bin wieder begeistert, schon seit der ersten Minute wieder. Die Energie hier, die hier versprüht wird, das ist schon, also das energetisiert. Aus meiner Sicht, wie bei allen Corporate Learning Camps, eine super interessante, tolle Veranstaltung, die man wirklich nur empfehlen kann. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken und es gibt immer wieder andere Blickwinkel, auf die man ohne diese Veranstaltung auch gar nicht kommen würde. So, wir haben den ersten Tag des 8. Corporate Learning Camps jetzt hinter uns. Und ich bin total überrascht, wie schön es wieder anlief. Wir sind jetzt das erste Mal an der Universität in Kassel mit dem Corporate Learning Camp. Und wir hatten für diese Veranstaltung 300 Teilgebende heute hier. Wir mussten 100 absagen, die noch auf der Warteliste standen. Und die 300 haben es heute geschafft, morgens in der Einführungsrunde 48 Sessions vorzuschlagen. Also das ist eine Riesenleistung, dass so viel Expertise hier sichtbar wird, dass die Leute auch bereit sind, darüber zu reden, und dass dadurch auch so eine Begeisterung entsteht, dass man in so einem offenen Austausch ganz viel lernen kann und auch ganz viele nette Kontakte knüpfen können. Und das freut mich alles sehr. Also die Community, die Corporate Learning Community, funktioniert so richtig gut.